von den Rückmeldungen, die wir jetzt teilweise von Kindern und Jugendlichen bekommen haben, ist ja schon auch einiges in die Hose gegangen, was sozusagen die Beziehungsgestaltung angeht in Zeiten von Corona. Dazu haben wir euch ein paar Zitate mitgebracht, die wir ja auch schon, als wir die Veranstaltung ausgeschrieben haben, schon genutzt haben. Da gibt es zum Beispiel diese Broschüre, die heißt Fragt uns 2.0, Anmerkung von jugendlichen Experten zum Leben von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. Und da seht ihr hier auch noch mal ein paar Zitate von Kindern und Jugendlichen, die das eben eigentlich so, manches von dem, was wir gerade geschrieben haben, ist wirklich so wahrgenommen haben. Wir Jugendliche werden doch nur als Schüler gesehen. Wir sollen lernen und lernen und lernen und lernen. An sich geht es mir gut, aber ich merke stark, wie viele Freizeitangebote und Ausgleichsmöglichkeiten vom Alltag durch Corona wegfallen. Ich habe dadurch und durch das Homeoffice auch oft das Gefühl, sehr isoliert zu sein. In den Sommerferien gab es keine Infos, wie es weitergehen soll mit Schule. Da hätte man Schüler einbinden können. Ich habe das Gefühl, dass meine Ängste nicht verstanden werden. Mir fehlt ein Plan, wie es für mich und meine Wünsche weitergeht. Das waren sozusagen so ein paar Zitate, wo man wirklich sieht, so dass es denen dann auch nicht gut ging damit, wie auch Schule gestaltet war in der Corona-Zeit. Dann sind auch noch ein paar Aspekte dabei, was sie eigentlich ganz gut fanden. Anfangs konnten wir uns noch öfter treffen, was aber nach und nach weniger wurde. Dafür wurde der Kontakt untereinander über soziale Netzwerke viel stärker. So habe ich eher das Gefühl, eher mehr Kontakt zu meinen Freunden zu haben, auch wenn der Kontakt eher online ist. Mein Fazit von 2020 ist auf jeden Fall, dass soziale Kontakte sehr wertvoll sind und dass man Dinge nur verändern kann, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und viel Energie investiert. Also was man so an diesen Sprechblasen von den Kindern und Jugendlichen nochmal sieht, ist zum einen die Bedeutung von Beziehungen, von Kontakten, die Kindern und Jugendliche dem auch geben, und zum anderen eben auch die Punkte, an denen sie den Eindruck hatten, dass sie eigentlich gar nicht mehr so richtig als Menschen auch gesehen werden. Und das ist auch eine Rückmeldung, die wir auch in unserem Netzwerk auch von verschiedenen Schulen gehört haben, dass das wirklich ein Thema für viele Schüler war, dass sie so den Eindruck hatten, sie müssen jetzt eigentlich, es geht ja immer darum, jetzt Stoff aufzuholen und zu lernen und zu lernen und zu lernen, aber dass sie sich eben als Menschen und mit ihren Ängsten und mit ihren Sorgen gar nicht so ganz wahrgenommen gefühlt haben. Deswegen dachten wir, also nachdem auch der Wunsch von eurer Seite aufkommt, dass es sich wirklich total lohnt, da auch nochmal reinzugucken und zu schauen, wie kann das denn gelingen, wirklich auch Beziehungen in solchen Zeiten zu gestalten. Ja, und damit würde ich dann auch schon ganz gerne in das Gespräch mit dir überleiten, Helga, weil du ja durchaus sagst, ja, Beziehungslernen, Beziehungen gestalten ist gerade in diesen Zeiten so wichtig. Kannst du uns da einfach mal mitnehmen, warum du das so wichtig findest und was da so deine Haltung zu ist? Du bist noch stumm. Wir alle haben das Bedürfnis nach Sicherheit. Und es geht nicht nur um die physische Sicherheit, es geht auch um die psychische Sicherheit. Und die entsteht, wenn wir uns verbunden und zugehörig fühlen. Menschen brauchen die Gemeinschaft. Und die entsteht, wenn wir uns zugehörig und verbunden fühlen. Und wer aus der Verbindung fällt, der fühlt sich isoliert. Das kam ja auch bei den Kommentaren von den Kindern. Einsam. Und viele erleben das als Bedrohung. Und wenn wir uns nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen und nicht berühren, dann fühlen wir uns isoliert und einsam, weil da fehlt der ganze Kontakt. Das hat man ja auch gesehen an diesen Kommentaren, was eigentlich gut für sie war, dass sie dann wirklich noch soziale Kontakte auch zu ihren Freunden hatten und so, ne? Ja. Wie sehr das im Fokus steht. Ja. Kannst du ein bisschen was uns auch dazu sagen, was du meinst, wie dieser Kontakt, also wie Verbindung auch entsteht? Das kennt ja jeder von sich, wenn jemand an mir interessiert ist, also über das Interesse von jemand anders, dass ich gesehen werde mit dem, was ich tue, dass da eine Wertschätzung kommt, dass ich gemeinsam was mit anderen tun und so ein gemeinsames Tun, das verbindet uns. Genauso wie wenn ich jemand was erzähle und der hört empathisch zu und ich merke, der fühlt es richtig mit. Oder wenn jemand spürt und erkennt und benennt, was ich brauche und wie es mir geht, dann sieht mich jemand und er merkt, was ich brauche. Da entsteht Verbindung und da entsteht eine vertrauensvolle Beziehung über das Interesse und das Gesehenwerden. Ja, und
Ja, wie schafft man das denn dann so richtig? Also sozusagen, ja, kannst du da noch so ein bisschen so tiefer reingehen? Ja, wenn ich tiefer reingehe, sind wir eigentlich sofort bei der Resonanz. Und ich denke, die bei uns jetzt hier sind, die haben, wissen schon, was Resonanz bedeutet. Ne? Sich verbinden, das bedeutet ein gemeinsames Resonanzfeld aufbauen und das auch gemeinsam bewohnen. Der Philosoph William James, der sagte doch so schön: We are like islands on the sea, also wie Inseln auf dem Meer, separated on the surface, getrennt auf der Oberfläche, aber connected in the deep, in der Tiefe verbunden. Ich denke, dieses Bild, so sind wir Menschen. Wir sehen so isoliert aus, aber wir sind alle in der Tiefe verbunden. Und wir sind verbunden in einem Resonanzfeld. Und das schafft eine Schwingung, ein Energiefeld, eine Stimmung. Und in die können wir gemeinsam eintauchen und uns darin verbinden. Wir alle kennen diese Resonanzerfahrungen, wenn wir verliebt sind. Dann denken wir fast nur an den anderen. Da sind wir in einer Symbiose mit dem anderen und das ist ein starkes Resonanzfeld. Aber auch angeregt diskutieren entsteht sofort ein Resonanzfeld. Wenn wir ins Theater gehen, da gucken ganz viele Leute das gleiche Stück oder im Kino. Oder wir gehen ins Konzert, wir hören die gleiche Musik. Oder wir gehen ins Museum, schauen uns Bilder an. Das sind alles Resonanzerfahrungen, die da entstehen. Aber man braucht nur in die Natur gehen. Jeder Waldspaziergang bringt uns eine Resonanzerfahrung. Ein Sonnenuntergang. Oder wenn wir in eine Kirche gehen zum Beten. Darüber entstehen emotionale und körperliche Verbindungen. Ja, und wir kennen das alle, wie gesagt, von dem vertrauten Zusammensein mit unseren Angehörigen, mit Freunden und mit dem Zusammensein mit unserer Familie. Da entstehen die Resonanzerfahrungen und die positiven sind, wenn sie vertrauensvoll und entspannend sind und die anstrengenden sind, wenn es Dissonanzen gibt. Ja, lass uns vielleicht da mal reingehen, weil das klingt ja echt alles total, total schön und ich fühle mich da auch gleich schon so bei meinem Waldspaziergang und wie es mir da geht. Aber genau, manchmal gelingt es einem ja auch nicht, in so eine Resonanz zu gehen und diese Verbindung aufzubauen. Kannst du selber auch so von oder ja von einer Situation erzählen oder hast du auch Momente, in denen dir das schwerfällt? Also mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, seit dieser Ukraine-Krieg da ist. Und ich so natürlich spüre und sehe, dass der Putin komplett aus der Verbindung gefallen ist mit sich, so mit diesem Gesicht, mit der Welt, mit seinem Volk und wie er sich so isoliert. Also dann kriege ich Angst. Und wenn ich Angst habe, falle auch ich aus dem Vertrauen mit der Welt. Da denke ich mir, gut, morgen kommt vielleicht die Atomrakete auf Berlin, braucht 4 Minuten von Moskau. Und was passiert dann da? Und dann stelle ich mir diese Katastrophe vor und dann fühle ich mich überfordert und unter Druck. Und ja, und dann bin ich abgerissen aus der Verbindung, nicht mehr im Vertrauen. Und dann geht es mir auch eigentlich ziemlich schlecht. Und in der Regel, wenn es jetzt nicht gerade um diese Kriegsvorstellungen geht, sondern wenn es um andere Stressfaktoren geht, wenn mir irgendwas zu viel wird in der Aufgabe, dann glaube ich, wenn ich mich jetzt abgrenze von diesem, was mir zu viel wird, mich einfach abgrenze, dann würde ich mich schützen. Das ist aber eine Illusion. Denn wenn ich mich abgrenze, um mich zu schützen, dann isoliere ich mich. Das verstärkt mein Misstrauen, das verstärkt auch meine Angst und es verstärkt die Überforderung. Deswegen ist diese wichtige Aufgabe, wenn ich eigentlich in die Angst komme und merke, ich falle aus der Verbindung, dass ich dann wieder in die Verbindung gehe und nicht in die Isolation, um mich zu schützen. Ja, verbinden, dann wieder in die Verbindung gehen. Ich glaube, teilweise ist uns das jetzt eben auch so schwer gefallen, weil wir ja plötzlich keine physische Präsenz mehr haben, ne? Also wenn man an Verliebtsein denkt, dann denkt man ja eigentlich auch sehr daran, dass da ein Mensch da ist und dass man eben diese Verbindung aufbauen kann. Was denkst du denn, wie funktioniert das auch ohne Präsenz gut? Es geht nur mental. Mit mentaler Fokussierung, da helfen Bilder, Fotos, Videos, aber vor allem innere Bilder und unsere Vorstellungskraft. Man erinnert euch mal an die Trennung von einem geliebten Menschen oder eure Eltern, die wohnen in einer anderen Stadt. Oder eure Kinder sind gerade irgendwo im Urlaub oder sind schon aus dem Haus. Eure Freunde, die nicht in eurer Nähe wohnen.
Was macht ihr da? Wie haltet ihr den Kontakt? Ihr schreibt Briefe, ihr telefoniert oder ihr skypt oder ihr macht eine Videokonferenz, so wie wir jetzt. Und es fängt aber damit an, dass ich an den anderen denke, dass ich mich frage, wie geht's denn dem? Und dann nehme ich mein Handy, wähle die Nummer und rufe an und sage, guck mal, ich denke gerade an dich. Wie geht's dir gerade? Es ist das Innere, das Mentale, die mentale Fokussierung. Und so baue ich eine Resonanz auf, ohne Präsenz. Und wie ist dir das, also um jetzt sozusagen wieder ganz praktisch zu werden oder in deine Erfahrungen reinzugehen, wie ist dir das jetzt so in Corona-Zeiten gelungen? Also du hast ja Teams, also wir sind ja auch überall in Deutschland verteilt und so. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie du das machst ohne Präsenz? Also am Anfang habe ich natürlich auch mit dem Coronavirus, ich bin Mitte 70, habe ich natürlich auch erst Angst gehabt. Aber dann habe ich gesagt, gut, irgendwann musst du sterben. Also lass dich drauf ein, dass es vielleicht jetzt dein Ende wird. Jetzt ist es so, wie es ist. Also akzeptieren, was ist. Und dann habe ich gesagt, so, ich will aber verbunden bleiben mit den Teams. Und wir haben täglich eine Stunde einen Zoom-Call gehabt mit den Teams. Da hat jeder berichtet, wie es ihm geht, was er tut, was ihn bewegt. Und die anderen haben empathisch zugehört. Und daraus ist jetzt so ein regelmäßiger Check-in geworden, wenn wir uns treffen, in den virtuellen, in den hybriden oder auch in den physischen Begegnungen. Starten wir mit dem Check-in, was wir so in der Corona-Zeit aufgebaut haben, als Ritual. Also wenn ich jetzt dir so zuhöre, dann sind es ja eigentlich immer zwei Verbindungen. Also zum einen sprichst du da ja immer von der Verbindung auch mit dir selbst. Also wie ist dir das gelungen, ne? So da auch wieder mit dir selbst im Kontakt zu stehen oder gut im Kontakt zu stehen und dann ja auch erst mit in Verbindung mit anderen? Ich verbinde mich mit mir selber immer eigentlich übers Atmen. Wenn ich merke, ich habe Angst, dann konzentriere ich mich erstmal nur aufs Atmen. Einatmen, ausatmen und nichts anderes ist mehr wichtig. Und dann merke ich so, wie ich wieder weit werde, wie ich mich wieder spüre, wie ich irgendwie wieder auch wieder weicher werde, wie die Schultern runterfallen, wie ich mich entspannen kann. Und dann denke ich an irgendwas Schönes. Da denke ich auch an die Menschen, die mir nahestehen. Und schon bin ich wieder verbunden, dann verbinde ich mich auch mit meiner Aufgabe und dann habe ich auch wieder Lust, dann fällt mir wieder was ein und dann geht es wieder weiter. Verbindung. Ja, jetzt, also genau, Verbindung, ich glaube, das ist ein Stichwort für uns alle, fürs ganze Leben und wir haben jetzt ja auch viel über andere Beziehungen im Leben gesprochen, aber wir haben natürlich hier mit unserem Beziehungslernen fokussieren wir ja so den Kontext Schule auch und die Verbindung eben zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen. Eine Herausforderung, die wir da ja immer wieder hören von Lehrkräften ist auch, so mit einer ganzen Klasse in Verbindung zu bleiben. Also ich glaube, es ist sozusagen das eine, mit unserem geliebten Partner oder Kind oder so in Verbindung zu bleiben. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, mit einem ganzen Raum voller 20 bis 30 jungen Menschen in Verbindung zu sein. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen und darauf eingehen? Ich denke, es ist sowohl eine Herausforderung, wenn ich physisch in der Klasse stehe, und es ist eine Herausforderung, wenn ich nur virtuell mit meiner Klasse verbunden bin. Fangen wir an mit dem Physischen. Da hilft es mir immer, wenn ich zu einer großen Gruppe gehe, dass ich mich vorher wirklich sammle und erst bevor ich in die Klasse eintrete oder in den Veranstaltungsraum, erstmal wirklich mit mir die Verbindung stärke. Wenn ich mit mir die Verbindung stärke und wenn ich dann neugierig bin, was da kommt, wer mir begegnet, und dann in diesem Gefühl der Neugierde und der Offenheit den Raum betrete. Dann schon mal einzelne Blickkontakte aufgreife. Denn Blickkontakt ist das, was uns am stärksten mit anderen verbindet. Also die Menschen anschauen und dann entsteht ja meistens was, dann lächeln die zurück, entsteht so eine kleine Begrüßung, dann werden es immer mehr. Und wenn es mir gelingt, so in dieser freundlichen, zugewandten Haltung die Menschen zu begrüßen und sie einzuladen, nicht gleich anzufangen, Schlagzeug ist Seite 36 auf, sondern wenn ich erstmal den Resonanzraum spüre und eröffne mit mir und den anderen in dieser Klasse, dann ist es mir gelungen, dass ich die Menschen verbinde und dass wir uns sammeln und dass wir uns auf etwas Gemeinsames ausrichten können. Und das ist dann so eine positive Kraft, wie so ein Magnetfeld. Und es geht immer um Zuversicht und Lebensfreude, um eine Neugier. Und wenn ich merke, dass ich die nicht anstecken kann mit meiner Neugier, dann ist es vielleicht auch besser, dass ich erstmal eine Spannung, die ich spüre, anspreche und nicht gleich auf meinen Inhalt gehe.
Also es geht immer um die Verbindung und um das Resonanzfeld und in dem spüre ich dann, was mich erwartet und mich dann darauf einlassen. Und im virtuellen Verbinden, da habe ich jetzt, das machst du so toll, Angelika, du stiftest eben auch gleich so, du baust ein Resonanzfeld auf durch deine Check-in-Fragen. Und das finde ich so ein wunderbares Ritual für virtuelle Begegnungen, dass man in diesem Check-in jeden zu Wort kommen lässt mit einer wunderbaren Frage und sich dann die Antworten anhört. Ja, da sind wir jetzt ja so am Eingemachten unseres Themas eigentlich, ne? So wie gelingt uns das in digitalen Zeiten auch in diese Verbindung zu gehen? Bevor wir da noch reingehen, Helga, wollte ich nochmal dich darauf ansprechen. Du hast auch mal erzählt von so einem ganz schönen Ritual, das du hattest mit deinen Kindern, mit denen du gearbeitet hast, die so große Lernschwierigkeiten hattest. Kannst du davon noch berichten, so wie du das geschafft hast, da auch schon, bevor sie da waren, eigentlich in so eine Verbindung zu gehen? Ich habe dann immer ein Foto geholt. Von den Kindern hatte ich alle Fotos. Habe ich mir meistens so ein paar Minuten genommen, bevor diese Kinder kamen, die wirklich große Schwierigkeiten hatten, habe mich also innerlich ganz tief verbunden, das Foto angeguckt und habe dann mir überlegt, auf was freue ich mich bei dem Kind? Was ist an diesem Kind Besonderes? Was berührt mich bei diesem Kind? Und indem ich mich dann so vorher so verbunden habe, habe ich dieses Kind auch dann ganz anders begrüßt. Und mit einer Klasse kann man das natürlich jetzt nicht so machen, aber man kann auch bei einer Klasse, auch eine Klasse hat eine Atmosphäre, dass ich mich dann bei jeder Klasse mich dann vorher sammle und mir überlege, was ist an dieser Klasse das Besondere? Was ist an dieser Klasse? Wo ist das Potenzial? Worauf freue ich mich? Und was werde ich wahrscheinlich hier wieder entdecken oder erleben? Und dass es immer etwas Positives ist, denn die Macht des Positiven, die ist spürbar. Das Positive hat eine Macht und hat so viel Kraft, zaubert mir dann auch ein Lächeln aufs Gesicht. Und das Lächeln im Gesicht, das ist dann sofort eine körperliche Entsprechung. Wenn die Kinder merken, ich komme rein und ich lächle, dann lächeln die meistens zurück. Die meisten. Ja, jetzt ist ja dieses Reinkommen in Online-Zeiten so ein bisschen anders. Also es ist ja auch ein Reinkommen in den Raum. Aber von dem, was du gerade auch erzählt hast, ist für mich auch einfach so diese Verbildlichung, die scheint so wichtig. Also wirklich so in seinem Kopf auch ein Bild von dem Menschen zu haben, von der Klasse, von der Situation zu haben. Und das war ja auch was ihr gerade auch in euren Antworten teilweise geschrieben habt, wie wichtig das dann auch sein kann, dass Kameras an sind, also dass man einfach den anderen sieht, um überhaupt in eine Verbindung zu treten. Genau, Helga, kannst du da noch so ein bisschen auch jetzt wirklich so in die Frage, okay, wie gelingt uns das jetzt im digitalen Raum? Ich denke, der digitale Raum braucht noch mehr als der physische Raum Rituale. Und Kinder lieben Rituale. Rituale, auf die sie sich verlassen können. Das können zum Beispiel regelmäßige Telefongespräche sein oder es können feste Online-Termine sein oder es können... Zum Beispiel habe ich eine Lehrerin, das fand ich ganz toll, die hat jeden Morgen, das ist eine Sportlehrerin, jeden Morgen hat sie sich mit ihrem Handy aufgenommen, wie sie so eine Übung gemacht hat. Und dann hat sie mit den Kindern ihrer Klasse eine WhatsApp-Gruppe eingeführt. Und die wussten ganz genau, jeden Tag um 8 kommt das Handy mit einer Übung von unserer Sportlehrerin. Und dann sehen wir die, da strahlt die uns an. Und dann sind es 10 Minuten, wo wir diese Übung machen können mit ihr. Und dann haben wir uns quasi über das Handy mit ihr virtuell verbunden. Das war, fand ich, ein sehr schönes Beispiel, wie man über die Technik solche Verbindungen schaffen kann, man Rituale schaffen kann. Mhm. Dann gibt es noch andere Rituale, die ich toll finde und wo ich dann weiß von vielen Lehrern, dass sie so arbeiten, dass sie so mit Buddies arbeiten. Also jeder Schüler hat einen Buddy und ich leite dann die Buddies an Lerntandems, was sie zusammenarbeiten. Und lass mir dann von den Buddies berichten, was sie erlebt haben, sodass ich nicht mit jedem Schüler einzeln Kontakt machen muss, sondern dass die Schüler untereinander ihre Teams haben, ihre Lernteams, ihre Lerntandems und dann untereinander arbeiten und sich gegenseitig dann, ja, sich gegenseitig unterstützen und mir dann berichten, was daraus geworden ist. Mhm. Ja, das sind schon mal total schöne Ideen und an der Stelle würde ich aber auch gerne schon mal also früh den Raum hier aufmachen, um auch mit euch ins Gespräch zu kommen, weil ihr ja zumindest teilweise wesentlich, also ganz viel Praxiserfahrung habt und ich bin mir sicher, dass viele von euch ja auch viele Erfahrungen jetzt gemacht haben oder Ideen haben, wie das denen auch gelingen kann in diesen Zeiten.
Also vielen Dank, Helga, für deine Impulse dazu und dafür, dass du hier auch nochmal so aufgemacht hast, wie wichtig das eben ist, da wirklich in Verbindung zu gehen und in Verbindung zu bleiben, auch in diesen Zeiten.